Hermann, du denkst auch, ne? Du wärst eine heiße Bratpfanne. Dabei siehst du aus wie ein Topf. Ja, die Wahrnehmung vom Torwart. Ne? Das gibt's auch im Bundesliga-Verein, ne? Hier Manuel Neuer beim FC Bayern München. Jetzt gibt's extra einen Bayern-Gipfel. Ne? Da werden sich der Bratze und der Kahn mit so einer Glaskugel hinsetzen und spielen Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das geht uns jetzt 5 Monate auf den Sack. Daran erkennst du übrigens, dass Manuel Neuer nicht mehr der beste Torhüter der Welt ist. Ne? Leistung ist nicht nur der chinesische Arbeitsminister im Fußball. Der Neuer weiß schon noch, dass er eine Mannschaft braucht, ne? Um Erfolg zu haben. Sonst muss es so wie Gareth Bale machen, das Golfprofi. Oder wie der Skifahrer sagt, lieber eine feste Bindung, ne? Als eine lockere Schnalle. Patrick, du bist für uns so wichtig auf dem Platz wie diese dünnen Servietten in der Eisdiele. Die können auch gar nichts, ey. Und der Kimmich wird ja jetzt Tatortstar, ne? Spielt da so einen pornösen Fitnesstrainer mit so einem Balken hier oben drüber. Den Neuer hätte ich zum Tatort geschickt. Manuel Neuer wird Regieassistent beim Tatort. Hier, Manu, halt mal die Klappe. Anni! Sag mal, sind wir hier an der Bushaltestelle? Du bist ja nur am Rumstehen und Warten. Eintracht Frankfurt ist weiter im DFB-Pokal. Eine Runde. Oder wie Peter Fischer sagen würde, da der Schnee von gestern. Ich meine, da ist ja jetzt noch nichts klar bei dem Peter Fischer. Ne? Die haben ja irgendwelche weißen Pulverrückstände auf seinem Nachttisch gefunden angeblich. Guck mal, beim Peter Fischer, da steht die Waschmaschine halt direkt neben dem Nachttisch. Da bekommt der Begriff weißer Riese eine ganz andere Bedeutung. Bewahrheitet sich das jetzt alles hier mit Fischer und so weiter und so fort. Der erste FC Köln wird auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Die spielen am Wochenende ohne Spielfeldumrandung gegen die Eintracht. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ja, und die Glasner-Truppe zieht dann für ihren Präsidenten nochmal in den Kölner Karneval. Weiße Outfits, die weißen Revolverhelden, die Cocaine Cowboys. Männer! An Karneval, ne? Wir malen uns alle grün an. Dann geht der Patrick als Hulk, der Ferdinand als Lauch und der Hermann als Schreck. Und nächste Woche ist endlich wieder Champions League. Die Bayern müssen am Tag der Liebe in die Stadt der Liebe. Nee, nicht nach Bangkok. Hier nach Paris. Choupo-Moting. Für den ist das eine Rückkehr. Ja, der hat ja schon mal gespielt beim PSG, ist so. Der Nagelsmann hat ja gesagt, der PSG blufft und der Mbappé läuft auf jeden Fall auf. Ich sag mal so, läuft der Mbappé auf, dann ist Choupo-Moting, Ting, Tong, ist scheißegal, dann interessiert kein Mensch mehr, ne? Weil die Mappe wird verblüffen. BVB spielt in der Champions League zu Hause gegen Chelsea. Und die lassen extra wen zu Hause? Den ehemaligen BVB-Batman. Aubameyang. Ich sag mal so, lässt der Terzic den Hummels wieder auf der Bank, dann ist er aber im BVB richtig Feuer in der Bude, ne? Julian Brandt, der überlegt schon, ob er vielleicht für einen gemeinnützigen Zweck so ein Spielerrat gründet. Nennt er dann die Brandt-Stiftung. Hermann! Wenn ich dir sage, achte auf deine Figur und du schenkst mal einen Döner fressen, neben dich nochmal so ein Playmobil-Männchen, dann knallt's! Ja, und die Eintracht empfängt dann am 21. Februar den SSC Neapel. Singen die Eintracht-Fans dann schwarz-weiß wie Schnee, das ist die SSC. Der Gesang hat da eine ganz andere Bedeutung. Ich glaube, Eintracht-Präsident Peter Fischer, der ist bei dem Spiel noch nicht dabei. Erst beim Rückspiel in Neapel. Gibt ja dann so Stadtführungen in Neapel auf den Spuren von Diego Maradona. Kevin! Boah, der ist so hohl. Seine Freundin hat Schluss gemacht. Im Abschlussbrief stand Die in Hell. Ja, oh, dann hat der Kevin weiße Schuhe gekauft. Die in Hell. Nee, nochmal. Die lassen ja extra den ehemaligen BVB. Ja, die Wahrnehmung vom. Oder wie der Skifahrer sagt. Lieber eine feste Bindung, ne? Als. Sag mal! Jetzt ist hinten der Ton raus. Patrick! Du bist für uns so wichtig auf dem Platz! Wieso die. Ja, Eintracht. Ja, und die Eintracht muss dann, glaube ich, am 21. Genau, glaube ich, ist immer gut. Wer, glaube ich, ist richtig gut. Das ist knallhart recherchiert.